Hallo und herzlich willkommen im Wald. Mal wieder zum Waldkurzbissen und zwar das hier neben mir, da, hier, da. Dieses Ding hier, das ist ein Fingerhut. Und ein Fingerhut müsst ihr vor allen Dingen das drüber wissen, dass der extrem giftig ist. Das ist so wahrscheinlich wirklich das Giftigste, was wir hier so haben im deutschen Wald. Oh, Trollkirsche ist auch noch gut dabei, aber die ist ziemlich selten, die müsst ihr erstmal finden. So einen Fingerhut hingegen findet man eigentlich ziemlich häufig auf Kahlschlägen, die ja heutzutage nicht mehr gemacht werden. Aber wenn irgendwo aus irgendwelchen Gründen größere Mengen Wald umgeworfen wurden, könnte ja der Borkenkäfer gewesen sein oder eben tatsächlich der Sturm. Der Förster macht sowas heutzutage eigentlich normalerweise nicht mehr. Oh, ich sehe gerade, ich habe den Schatten vom Stativ im Bild. Jetzt nicht mehr. Ja, dann findet ihr da so einen Fingerhut und den dürft ihr euch jetzt mal ein kleines bisschen genauer anschauen. Der heißt Fingerhut schlicht und ergreifend deswegen, weil diese Blüten so aussehen, als ob man da so fingertechnisch, ne, sich die einfach auf den Finger stecken könnte. Sollte man aber sein lassen, wenn man vorhat, mit den Fingern nochmal in sein Gesicht zu fassen, weil das Zeug ist wirklich so giftig, dass man da richtig, richtig vorsichtig mit dem Kram sein soll. Das ist auch eine Heilpflanze, wie es auf fast jede Giftpflanze zutrifft, weil das Gift in sehr, 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 sehr geringen Dosen dann für irgendeine Sache gut ist. In diesem Fall hier stärkt es das Herz, also quasi Lebenserwartungs des Herzes verlängernd, könnte man sagen, wirkt Fingerhut, aber halt eben in einer Konzentration, die ganz genau stimmen muss. Also so quasi eine Pflanze auf eine Badewanne voll Verdünnungsmittel, das dann wahrscheinlich Alkohol oder eben Wasser oder irgendeine Mischung aus beiden ist. Man muss also großer Experte sein, um mit sowas überhaupt was anfangen zu können. Das heißt für unser eins als Otto Normalverbraucher, der nicht Apotheker ist und tatsächlich selbst als Apotheker würde er wahrscheinlich nicht wissen, was er da jetzt machen soll, der nicht Pharmakologie oder sowas studiert hat, dann weiß er auch nicht, was er mit dem Ding anfangen soll und geht ihm aus dem Weg. Ja, eine Verwendungsmöglichkeit für unser eins als Buschmensch gibt es allerdings trotzdem und das wäre schlicht und ergreifend das, dass man sich daraus ein hervorragendes Pfeilgift produzieren kann, indem man einfach die Blätter klein manscht und in dem Blattgemansche das entsprechende Objekt, das man da vergiften möchte, drin rum halt eben drauf schmiert auf die Pfeilspitze, zum Beispiel für einen Pfeil- und Bogenpfeil. Für einen Blasrohrpfeil wird es nicht ganz reichen, dafür ist das Zeug dann doch nicht tödlich genug, beziehungsweise je nachdem, was man damit halt erlegen will und wie schnell. Natürlich ist sowas höchstgradig unweitmännisch und darf selbstverständlich nur in absoluten Notsituationen angewendet werden und wir reden hier selbstverständlich nur von der Jagd auf Tiere. Ne? Also, für sowas in einer Not-Not-Situation potenziell denkbar, dass man das verwendet. Aber muss jeder jetzt dann ab jetzt selber wissen. Ne? Gut, und das war's dazu. Und dann geht's weiter im nächsten Video. Macht's gut.